Aufschwung der AWO-Trialog. Aktivierung und Vermittlung für schwerbehinderte und gleichgestellte Menschen sowie besondere Personengruppen im SGB-II-Leistungsbezug. Das ist Maya. Maya hat aufgrund einer chronischen Erkrankung eine schwere Behinderung und ist bereits seit einiger Zeit auf der Suche nach einem Arbeitsplatz. Sie möchte gerne bei dem Aufschwungangebot der AWO-Trialog in ihrer Nähe teilnehmen, kann jedoch nicht immer zu dem Dienst fahren. Dieser bietet für diesen Fall Hausbesuche an. Durch die Teilnahme erhofft sie sich bessere Chancen, einen Job zu finden. Sie meldet sich bei einer Mitarbeiterin von Aufschwung und vereinbart ein erstes unverbindliches Informationsgespräch. Das Gespräch kann digital oder analog stattfinden. In diesem Beratungsgespräch mit einer Mitarbeiterin erhält Maya Infos über Aufschwung. Gemeinsam besprechen sie mögliche Ziele und Mayas nächste Schritte, um dieses Angebot nutzen zu können. Maya meldet sich nach dem Gespräch bei ihrem Fallmanager aus dem Jobcenter und beantragt einen Arbeits- und Vermittlungsgutschein, kurz AVGS. Sie erfüllt die Voraussetzungen und bekommt einen AVGS ausgestellt. Mit diesem kann sie sich nun wieder bei der Mitarbeiterin von Aufschwung melden. Die beiden vereinbaren einen Termin für ein ausführliches Aufnahmegespräch. In diesem Gespräch werden Mayas Lebenslauf sowie ihre Wünsche und Ziele besprochen. Maya bekommt von der Aufschwungeinrichtung einen Vertrag. In dem Vertrag werden unter anderem die besprochenen Maßnahmen Dauer, Ziele, Inhalte, Kosten, Rechte und Pflichten aufgeführt. Nach Unterzeichnung des Vertrags bekommt Maya bis zu 6 Monate individuelle Beratung. In Einzelcoachings kann die Mitarbeiterin von Aufschwung ein Profil von Maya erstellen und ihr dadurch gezielt berufliche Möglichkeiten und Ziele aufzeigen. Des Weiteren erhält sie unter anderem Unterstützung bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen und bei der Suche nach geeigneten Arbeitsstellen. Gemeinsam mit Maya können auch Vorstellungsgespräche vorbereitet und trainiert werden. Maya findet eine Stellenausschreibung für einen Arbeitsplatz, der zu ihren Wünschen und Zielen passt. Sie möchte dort ein Praktikum durchführen, um den Betrieb besser kennenzulernen. Zusammen mit der Mitarbeiterin des Jobcoachings vereinbart Maya einen Termin mit dem Unternehmen für ein begleitetes Praktikum. Dieses wird im Anschluss von beiden reflektiert. Ihr gefällt der Betrieb und das Arbeiten dort sehr. Sie möchte dort gerne weiterarbeiten. Auch der Betrieb ist zufrieden und bietet Maya eine Stelle an. Maya ist froh, dass sie mit Hilfe von Aufschwung einen Job gefunden hat, der ihr Spaß macht. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der AWO unter www.awo-ol.de im Bereich Sucht und soziale Psychiatrie.